Name ist Stefan Baron, ich bin Geschäftsführer der Agentur Q. Ganz kurz zur Einleitung, wer ist die Agentur Q? Unseren vollen Namen, den sehen Sie hier auf der ersten Folie. Wir sind eine gemeinsame Einrichtung der beiden Sozialpartner, der IG Metall Baden-Württemberg sowie dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Und unsere Aufgaben sind in diesen vier Begriffen zusammengefasst. Wir sind eine Art Denkfabrik, das heißt, wir machen uns darüber Gedanken, wie muss sich Weiterbildung verändern, welche neuen Weiterbildungskonzepte, Ideen braucht es gerade in der Transformation der Arbeitswelt. Wir haben unseren Auftrag definiert im Tarifvertrag zur Qualifizierung für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Und dazu gehört auch die Information von Unternehmen und Betriebsräten zu vielfältigen Fragen der beruflichen Weiterbildung. Wir beraten beispielsweise zu Fördermöglichkeiten, aber auch zum Aufsetzen einer Weiterbildungsstrategie und in vielen Projekten, zumeist gefördert durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, haben wir in den letzten 20 Jahren auch Konzepte entwickelt, die Unternehmen als eine Art Werkzeugkoffer nutzen können, um mit einzelnen Instrumenten die innerbetriebliche Weiterbildung zu gestalten. Nun zur Future Skills Studie. Warum haben wir eigentlich diese Future Skills Studie in Auftrag gegeben mit Förderung durch das Land Baden-Württemberg, durch das Wirtschaftsministerium und die beiden Sozialpartner IG Metall und Südwestmetall? Mit einem Ausgangspunkt sind diese Zahlen, die einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, entnommen sind. Sie sehen die Veränderungen in der Arbeitswelt in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren. Sie sehen hier, dass beispielsweise bis zum Jahr 2025 in Baden-Württemberg insgesamt 124.000 Arbeitsplätze entfallen werden aufgrund des Strukturwandels, und prognostiziert kommen 184.000 neue Arbeitsplätze allerdings hinzu. Wenn man nochmal 5 Jahre weitergeht, entfallen 283.000 Arbeitsplätze beispielsweise in der oder vor allem im Produktionsgewerbe, in der Automobilindustrie. Es kommen aber auch 200.000 Arbeitsplätze in anderen Industrien, in anderen Bereichen. Ich habe jetzt hier einen Schall im Ohr. Wenn Sie bitte Ihr Mikrofon ausmachen, dann ist es für alle besser zu verstehen. Herzlichen Dank. Jetzt kann man sagen, im Saldo passt es ja in etwa. Es entfallen 283.000 Arbeitsplätze, es kommen in etwa gleich viel hinzu. Passt doch alles. Aber unsere Frage war, es geht ja um Menschen, deren Tätigkeiten entfallen, die ihre Arbeit verlieren. Wie kann man die denn qualifizieren hin zu neuen Tätigkeiten, die entstehen? Wie kann man sie qualifizieren, dass sie im Unternehmen bleiben, aber zukünftig andere Aufgaben erfüllen können? Da geht es eben um die Future Skills und wie man sie vermitteln kann und um die Frage, wie kann man die Transformation gestalten, den Weg in die Zukunft, welche Fähigkeiten werden denn in Zukunft benötigt. Wir haben uns orientiert an einer Studie des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft, erschienen im Jahr 2018. Auch dort haben die die Forscherinnen und Forscher geschaut, wie sieht denn die Zukunft in 5 Jahren aus, und haben die Ergebnisse in einer Art Pyramide zusammengefasst und haben gesagt, ja, wir haben Tech-Spezialisten, die wir benötigen, und wir haben digitale Schlüsselqualifikationen, die wir benötigen, und auch nicht digitale Schlüsselqualifikationen. Das sind die Themen, die in den nächsten 5 Jahren benötigt werden. Und gerade vor kurzem hat der Stifterverband eine neue Studie, eine Follow-up-Studie in Auftrag gegeben. Bevor ich dazu komme, aber noch 2 Folien mit Ergebnissen aus dieser Studie aus dem Jahr 2018. Da haben die Studienautoren von McKinsey im Auftrag des Stifterverbands deutlich gemacht, ja,
Wir brauchen bis 2023 in dieser Fünfjahresperspektive rund 700.000 Personen mit technologischen Fähigkeiten für Gesamtdeutschland über alle Industrien hinweg. Und vor allem geht es um Personen, die wir brauchen in der komplexen Datenanalyse. Also 455.000 Beschäftigte allein von den 700.000 abgezogen für komplexe Datenanalyse. Andere technologische Fähigkeiten sehen Sie dann unten dran aufgegliedert. Weil ich ab und zu die Meldungen sehe, manche haben Probleme, die Präsentation zu sehen. Ich hoffe, die meisten sehen sie. Und ansonsten kriegen Sie die Präsentation natürlich alle im Nachhinein zugeschickt. Am besten, indem Sie mir eine kurze E-Mail schreiben. Dann haben wir Ihre Kontakte und können dann Ihnen die Präsentation zukommen lassen. Das als Zwischenanmerkung. Was haben die Forscher noch herausgefunden 2018? Ja, wie groß ist eigentlich der Anteil an Mitarbeitenden, die bestimmte Fähigkeiten beherrschen sollten? Da an Platz 1 die Kollaboration mit 86% der Mitarbeitenden, die diese Future Skills beherrschen sollten. Ganz gefolgt von Durchhaltevermögen, Digital Literacy, unternehmerisches Handeln, Digital Learning, agiles Arbeiten. Und auch da, das werden wir gleich in unserer eigenen Studie auch sehen, sind eher die weichen, die überfachlichen Fähigkeiten ganz oben gerankt. Entsprechend brauchen Unternehmen vor allem diese Fähigkeiten und gar nicht so sehr die harten Skills, so nenne ich sie mal, die technologischen Skills oder auch industriespezifischen Skills. Das ist die neue Studie des Stifterverbands, gerade eben schon angekündigt, vor kurzem erschienen, die jetzt dieses Dreieck nochmal ergänzt haben um sogenannte transformative Kompetenzen, Kompetenzen, die man besonders in der Transformation benötigt. Beispielsweise Urteilsfähigkeit, Veränderungskompetenz, Innovationskompetenz, Missionsorientierung. Auch diese Begriffe kommen bei uns in der Future Skills Studie für Baden-Württemberg vor. Nun genau zu unserer Studie. Wir haben sie in Auftrag gegeben. Sie wurde erstellt von Forscherinnen und Forschern der Universitäten Regensburg und Ulm. Und die Studie hatte das Ziel, zwei Fragen zu beantworten. Einerseits, welche Kompetenzen werden denn am Standort Baden-Württemberg in Zukunft benötigt? Und zweite Frage, wie groß ist denn der Bedarf der Industrie in Baden-Württemberg an solchen Future Skills bis zum Jahr 2026? Die Studie ist datenbasiert. Die Studienleiterin hat bei einer Veranstaltung von uns auch zum Ausdruck gebracht, Daten lügen nicht. Andere sagen natürlich, traue keinen Daten, die du nicht selber gefälscht hast. Sie können sich dann selber ein Bild davon machen. Ausgangspunkt war eine Analyse von 1 Million Stellenausschreibungen für baden-württembergische Unternehmen aus den Jahren 2018 bis 2020. Warum diese Jahre? Weil wir gesagt haben, wir sparen die Corona-Jahre, also insbesondere das Jahr 2021 und die zweite Jahreshälfte 2020 aus, weil das die Stellenausschreibung doch deutlich verfälscht hätte. Aus dieser 1 Million Stellenausschreibungen wurden mittels Big Data-Analyse 600.000 Fähigkeiten identifiziert und dann mit Hilfe von statistischen Methoden, statistischen Varianten aufbereitet und geclustert, sodass am Ende insgesamt 33 Future Skills identifiziert wurden, die von einer gewissen Bedeutung für den Industriestandort Baden-Württemberg sind. Und diese 33 Future Skills Cluster wurden dann auch nochmal in Fokusgruppen und Einzelinterviews mit Expertinnen und Experten aus der Metall- und Elektroindustrie validiert, besprochen. Und aus dem Ergebnis dieser Besprechungen der Beratung wurden dann nochmal 12 Future Skills Cluster mit besonderer Bedeutung
für 4 Schlüsselindustrien in Baden-Württemberg identifiziert. Und zwar sind das die Automobil- und Zulieferindustrie, der Maschinenbau, die Metallindustrie und die Medizintechnik. Warum gerade diese 4? Wir haben uns entschieden, die 3 größten Branchen der Metall- und Elektroindustrie zu betrachten, plus die Medizintechnik, weil die Medizintechnik in Baden-Württemberg eine besondere Rolle spielt. Und am Ende haben wir noch eine Online-Befragung durchgeführt, an der sich insgesamt 245 Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie beteiligt haben, um nochmal herauszufinden, ja, wie ist denn der indikative Bedarf der Unternehmen in den nächsten 5 Jahren an diesen 12 Future Skills. Und um es ins Verhältnis zu setzen, in diesen 4 Schlüsselindustrien sind insgesamt 710.000 Beschäftigte beschäftigt. Und im Vergleich dazu ist in der gesamten Metall-Elektroindustrie Baden-Württemberg oder ist die Anzahl der Beschäftigten in etwa 1 Million. Insofern kann man sagen, deckt diese Studie einen Großteil der Beschäftigten ab und hat zusätzlich sicherlich auch eine Aussagekraft für andere Branchen, für benachbarte Branchen wie die Textilindustrie, die chemische Industrie, aber sicherlich auch für viele Handwerksberufe. Kurzer Einblick, wie sind die Forscherinnen und Forscher vorgegangen in der Analyse, in der Herleitung solcher Future Skills Cluster. Links sehen Sie eine blaue Punktewolke. Das sind alles Kompetenzen, die aus den 1 Million Stellenausschreibungen gewonnen wurden. Jeder kleine Punkt ist eine Kompetenzbeschreibung und mittels dieser Clusteranalysen hat man ähnliche Kompetenzbeschreibungen zusammengefasst. Gleiches gesellt sich zu Gleichen und hat dann diesen Clustern Bezeichnungen gegeben. Sie sehen hier, hat man aus den Stellenausschreibungen Kompetenzen wie Deep Learning, Data Science, aber auch Python, Programmiersprache, Big Data Analytics, Machine Learning herausgefiltert. Und diese Kompetenzen hat man dann zu einem Cluster zusammengefügt, Data Science und KI. Und auf dieser Folie sehen Sie schon mal einen großen Vorteil der Studie. Wir reden immer so von der Zukunftskompetenz Data Science und KI, ohne so genau zu wissen, was verbirgt sich da eigentlich dahinter. Oder wir in diesem Meeting wissen es vielleicht. Aber für viele ist das Thema KI dann doch ein sehr abstrakter Begriff. Mit dieser Studie können wir auch verdeutlichen, was sich denn hinter diesen Schlagwörtern, hinter diesen Buzzwords versteckt. So wurden insgesamt 33 Future Skills identifiziert, die in den nächsten 5 Jahren in Baden-Württemberg in der Gesamtindustrie eine gewisse Relevanz haben werden. Das sind zum einen technologische Fähigkeiten, das sind Industriefähigkeiten. Und das sind digitale Schlüsselqualifikationen und natürlich auch überfachliche Fähigkeiten. Unter den technologischen Fähigkeiten, da sehen Sie viele Begriffe, die vertraut wirken, wenn man sich in dem Metier der Weiterbildung beschäftigt. Aber auch aus der Unternehmensperspektive weiß man, ja, wir müssen uns um Cybersecurity beispielsweise kümmern. Immer mehr Unternehmen werden gehackt. Vor kurzem hier im Raum Stuttgart die Firma Ebersbecher, ein doch großes Unternehmen, musste in Kurzarbeit gehen, weil sie Opfer einer Cyberattacke wurden. Es geht um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in diesem Feld. Es geht auch um den Aufbau von einer IT-Infrastruktur und Cloud-Lösung. Natürlich gerade ein Thema im Homeoffice. Und dann brauchen wir in den nächsten 5 Jahren zusätzliche Industriefähigkeiten. Ganz klar, im Automotive Cluster Baden-Württemberg geht es um alternative Antriebstechnologien, um assistiertes und autonomes Fahren. Es geht um Electrical Engineering, eng verbunden damit. Und Sie sehen natürlich auch die Bedeutung der Medizintechnik für Baden-Württemberg
mit den Begrifflichkeiten analytische Chemie, in das Entwicklung von Medizinprodukten oder auch pharmazeutischer Verfahrensentwicklung. Ja, bei einer digitalen Schlüsselqualifikation muss ich gar nicht so viel sagen. Ganz klar, wir brauchen Data Literacy und zwar auf allen Ebenen, auch Fachkräfte, die an der Linie stehen, müssen entsprechend sich auskennen, im Maschinen auslesen beispielsweise und die Daten dann auch auswerten können, lesen können. Wir alle brauchen im Grunde grundlegende IT-Fähigkeiten in der heutigen Zeit und dann sind wir auch schon bei dem großen Themenfeld überfachliche Fähigkeiten. Und da kann man jetzt sagen, ja, da steckt ja eigentlich gar nicht so viel Neues dahinter. Eigeninitiative, Kommunikation, Überzeugungsvermögen, Organisationsfähigkeit, das sind ja alles olle Kamellen. Die Frage ist nur, haben sich vielleicht die Inhalte, die hinter diesen Fähigkeiten sich verbergen, in den letzten Jahren verändert und bedeutet Eigeninitiative heute etwas gänzlich anderes als noch vor einigen Jahren. Ich gehe einen Schritt weiter und zeige Ihnen mal einen Blick hinter diese Buzzwords. Ich habe erwähnt, dadurch, dass wir die Begrifflichkeiten, die Future Skills aus den Stellenausschreibungen gewonnen haben über die Cluster, können wir natürlich auch Anwendungsbeispiele aus den Daten mitvermitteln. Und Sie sehen jetzt hier ein paar Beispiele, wenn wir über Data Science und KI sprechen. Diese Buzzwords oder diese Future Skills, die habe ich Ihnen gerade eben schon vorgelesen, von Big Data Analytics bis Python. Aber wenn es darum geht, was bedeutet denn Cyber Security für ein kleines und mittelständisch geprägtes Unternehmen, wenn wir in der Beratung sind und sagen, ihr müsst was tun in Richtung Cyber Security und die fragen, was ist das denn genau? Dann können Sie jetzt diese Studie nehmen und auch reinschauen und sich überlegen, ja, wie ist denn unser Firewall-Sicherheitssystem aufgebaut? Arbeiten wir mit VPN-Verbindungen? Wie ist unsere Verschlüsselung aufgebaut? Ähnlich bei IT-Infrastrukturen, Cloud. Wie sieht es denn aus mit Cloud Computing, Cloud-Diensten, mit der Systemintegration etc. pp. Weiteres Beispiel aus dem Bereich Industriefähigkeiten. Da sehen Sie in der Mitte Industrial Engineering. Die Studienautorinnen und Autoren haben gesagt, das ist die Renaissance der Ingenieurwissenschaften. Ich bin kein Ingenieur, insofern erlaube ich mir da kein Urteil. Spannend an dieser Darstellung finde ich in der letzten Zeile bei den pharmazeutischen Produkten und der Verfahrensentwicklung, dass da bereits in der Auswertung von Stellenausschreibungen der Jahre 2018 bis 2020 die Biopharmazie vorkam und explizit auch der Begriff mRNA fiel, bereits vor Corona. Das zeigt, dass die Stellenausschreibung Future Skills definiert haben. Es bleibt dann vielleicht nachher zur Diskussion noch die Frage, ob, wenn wir jetzt die Jahre 2018 bis 20 angeschaut haben, ob dann die vorliegende Studie nicht eher in den Rückspiegel schaut, anstatt durch die Frontscheibe. Aber das können wir ja gleich gemeinsam noch im Gespräch gemeinsam überlegen. Digitale Schlüsselqualifikation, ich denke, darüber muss ich relativ wenig sagen. Ganz klar, brauchen wir einen kritischen Umgang mit Daten, inklusive auch einer digitalen Ethik. Thema Online-Sicherheit ist in allen Unternehmen ein Thema. Spannend fand ich persönlich, dass immer noch von ganz vielen Unternehmen in Stellenausschreibungen grundlegende IT-Kompetenzen verlangt werden und explizit auch Microsoft Office.
Excel, Word nachgefragt wird, Fähigkeiten in diesen Tools. Und die DSGVO, der Datenschutz, war natürlich in den Jahren 18 bis 20 von besonderer Bedeutung aufgrund der Datenschutzverordnung. Bauen. Da haben wir eine Frage dazu im Chat, nämlich Ja, ob schießen Sie los. grundlegende IT-Fähigkeiten eben lediglich diese Anwendungssysteme, Betriebssysteme und den Datenschutz umfassen oder auch Collaboration-Tools aus der agilen Arbeitswelt. Ja, das sind jetzt spannende Fragen. Das Studiendesign ist so aufgebaut, dass natürlich das, was Sie hier sehen, das ist, was die Unternehmen nachgefragt haben. Das sind jetzt keine Ergebnisse aus Studienvergleichen beispielsweise, sondern das sind konkrete Anwendungsbeispiele von Unternehmen. Und es ist natürlich jetzt dann die Frage, ob solche Begrifflichkeiten, die in diesen Beispielen fehlen, möglicherweise sich auch hinter anderen Anwendungsfällen mitverbergen. Das können wir nicht sagen. Und ich habe jetzt gerade die nächste Chatnachricht so mit einem Auge auch gesehen. Die Reihenfolge stellt auch an dieser Stelle gar keine Gewichtung dar. Wir als Agentur Q wollen diese Studie ganz bewusst auch dazu nutzen, um diese Beispiele mit in die Unternehmen zu geben und die Unternehmen zu fragen, was trifft denn auf euch zu? Und es ist dann Aufgabe der Unternehmen selber in der Beratung, diese Future Skills auch für sich selber zu bewerten, zu gewichten und dann gemeinsam mit uns auch in die Diskussion zu gehen, ob vielleicht sogar Future Skills fehlen. Wäre meine große Hoffnung, mein großes Ziel, dass man mit dieser Studie in den Dialog treten kann. Ich hoffe, ich konnte jetzt die Frage ein bisschen beantworten. Herr Binder, gibt es noch weitere Fragen, die wir an dieser Stelle mit ansprechen können? Ich glaube im Moment nicht, das war soweit. Okay. Ja, dann kommen wir zur vierten Kategorie, den Future Skills Clustern in der Kategorie überfachliche Fähigkeiten. Und ich hatte es erwähnt, ja, was bedeutet denn Eigeninitiative, Kreativität oder auch Organisationsfähigkeiten in der heutigen Zeit? Auch diese Future Skills Cluster sind nochmal unterteilt worden in einzelne Future Skills. Und Sie sehen, so richtig neue Begrifflichkeiten kommen da nicht vor. Aber aus meiner Sicht bedeutet natürlich beispielsweise beim Thema Kommunikation, die Echtzeitkommunikation in der heutigen Zeit etwas anderes als vor 10 Jahren in der Mensch-Maschine-Interaktion, in der Arbeit mit vernetzten Systemen. Da braucht man dann auch auf Seite der Beschäftigten eine andere Eigeninitiative, eine Entscheidungsfähigkeit der Mitarbeitenden an der Linie. Wenn eine Störung auftritt, beispielsweise, was tue ich? Rufe ich den Instandhalter an und lehne mich zurück oder begebe ich mich selber auf die Fehlersuche? Habe ich möglicherweise auch eine Organisationsfähigkeit, eine Problemlösungsfähigkeit, das Problem selber zu lösen, direkt selber mit dem Hersteller in Kontakt zu treten für die externe Herstellerwartung. Das sind so Themen, die es sich durchaus auch lohnt zu diskutieren mit den Unternehmen und auch dann zu diskutieren, wie kann man denn solche überfachlichen Fähigkeiten denn ausbilden. Kreativität hat man oder man hat sie nicht. Resilienz ist auch schwierig auszubilden, fortzubilden, aufzubauen. Aber man kann natürlich viele Beschäftigte auch dazu befähigen, dahin qualifizieren, dass sie stärker kundenorientiert denken, dass sie mehr Eigeninitiative entwickeln, dass sie Problemlösungsfähigkeiten aufbauen.
Das funktioniert natürlich alles und immer mit dem Blick darauf, wie verändern sich diese überfachlichen Fähigkeiten und was steckt eigentlich dahinter. Und das ist damit auch eine Aufgabe in Zukunft der Agentur Q, da diese Beispiele für überfachliche Fähigkeiten nochmal genauer zu beschreiben und drauf zu schauen, was bedeutet denn das in unserer heutigen Zeit. Dann hatte ich es erwähnt, dass dann gemeinsam mit Praxispartnern aus Unternehmen, aus Verbänden nochmal 12 Future Skills Cluster ausgesucht wurden, die aus Sicht der Forscher, aber auch der Unternehmen eine besondere Bedeutung für die vier Schlüsselindustrien, Automobil- und Zulieferindustrie, Maschinenbau, Metallindustrie und Medizintechnik haben. Und diese Folie lässt sich jetzt etwas schwierig lesen, weil sehr viele Inhalte mit versteckt sind, aber ich gebe Ihnen eine Lesehilfe. Sie sehen ganz oben in der Kategorie technologische Fähigkeiten, den Future Skills Cluster, softwaregestützte Steuerung von Geschäftsprozessen. Und da sehen Sie einen dunkelgrauen Balken und einen hellgrauen Balken. Diese Balken, die beschreiben die Nachfrage nach diesem Future Skills Cluster in den Jahren 18 bis 20. Und die 197% bedeuten, dass nach dem Future Skill Cluster softwaregestützte Steuerung von Geschäftsprozessen die Nachfrage dreimal so hoch war wie nach allen anderen 33 Future Skills im Durchschnitt. Es gab eine besondere Nachfrage nach genau diesen Kompetenzen, während die Nachfrage im Kompetenzfeld Data Science und KI nur 36% über dem Durchschnitt über alle Future Skills lag. Das bedeutet jetzt für mich in der Interpretation der Studie, dass Data Science und KI in den Jahren 18 bis 20 in den Unternehmen noch gar nicht die große Bedeutung gespielt hat und die Unternehmen vielmehr stark damit beschäftigt waren, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und alle Vorbereitungen dafür zu treffen, dass sie diese in Zukunft softwaregestützt steuern können. Das zeigt dann auch der Blick in den Wachstum, weil das Future Skill Cluster softwaregestützte Steuerung von Geschäftsprozessen ist im Vergleich zu dem Bereich Data Science und KI deutlich weniger gewachsen, wobei man beim Wachstum natürlich auch immer drauf schauen muss, von welchem Ausgangsniveau wächst die Nachfrage nach einem bestimmten Future Skills Cluster. Das ist ein bisschen die Interpretationshilfe. Und ansonsten sehen Sie, dass die dunkelgrauen Balken und die hellgrauen Balken in einzelnen Future Skills differenzieren, aber ansonsten doch von der Länge der Balken sich nicht so sehr unterscheiden. Der hellgraue Balken, das sind die Daten für die gesamte Industrie in Baden-Württemberg, nicht nur für die Schlüsselindustrien. Und Sie sehen das entsprechend. Die Unternehmen der vier Schlüsselindustrien, wenn es um diese Zukunftskompetenzen, die Future Skills geht, durchaus auch mit Unternehmen aus anderen Branchen konkurrieren, weil die Nachfrage in den anderen Branchen, gerade in den benachbarten Branchen, nicht minder ist als in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg. Kurze Frage, Herr Binder, gibt es noch etwas im Chat, was wir beantworten können? Wir können natürlich auch nicht alles beantworten, weil wir nicht die Studienautorinnen und Autoren sind. Aber gibt es auch eine Frage, die Sie mit einfließen lassen möchten in die Diskussion? Ja, wir haben hier zwei oder eine Frage und eine Anmerkung, die auf jeden Fall sehr interessant sind. Eine, die meines Erachtens sehr schwierig zu beantworten ist, wie kann man Ambiguitätstoleranz lernen und wie wird sie gemessen? Und der Herr Schnabel vom IAO weist noch darauf hin, dass es sehr gute und wirksame Resilienzstärkungsprogramme gibt und lädt auch ein, sich bei Rückfragen bei ihm zu melden. Genau. Und dann bleibt die Frage der Ambiguitätstoleranz. Ja, vielleicht gibt es da ja aus der heute großen Teilnehmerzahl anschließend gleich in der Diskussion eine Antwort. Ich persönlich habe sie jetzt
gerade nicht. Und mit dem Herrn Schnabe, wir könnten auch sicherlich sehr lange darüber diskutieren, ob man Resilienz tatsächlich steigern kann. Modelle und Tools gibt es natürlich viele, aber wäre eine spannende Frage. Ich habe erwähnt, wir haben dann noch 245 Unternehmen befragt, beziehungsweise 245 Unternehmen haben sich an einer Online-Umfrage von uns beteiligt. Und wir haben die Unternehmen gefragt, wie sehen Sie denn den Bedarf für sich, für das Unternehmen an bestimmten Future Skills für die nächsten 5 Jahre? Und haben auch wieder die 4 Kategorien abgefragt. Und Sie sehen, dass gerade im Bereich Softwareentwicklung, bei den technologischen Fähigkeiten, es einen großen zusätzlichen Bedarf gibt in den Unternehmen. Das sind immer tausender Schritte. Das heißt, es gibt einen zusätzlichen Bedarf an 127.000 Fähigkeiten in den 4 Schlüsselindustrien bis 2026. Was heißt Fähigkeiten? Wir haben jetzt hier nicht wie die IAB-Forscher nach Arbeitsplätzen gefragt oder nach Tätigkeiten. Jeder von uns hat mehrere Fähigkeiten. Das heißt nichts anderes, dass 127.000 Personen eine Fähigkeit entwickeln müssen im Bereich Softwareentwicklung beispielsweise. Heißt, es ist jetzt nicht unmöglich, 127.000 zusätzliche Fähigkeiten zu entwickeln. Es kommen 124.000 zusätzliche Fähigkeiten im Bereich Data Management dazu, etc. pp. Sie sehen die Zahlen. Und insgesamt allein in diesem Bereich technologische Fähigkeiten entsteht somit ein Bedarf an rund 1 Million zusätzlichen Fähigkeiten, die benötigt werden. Und Ähnliches haben wir dann auch für die Industriefähigkeiten gefragt und für die digitalen Schlüsselqualifikationen und last but not least dann auch für die überfachlichen Fähigkeiten. Und bei den überfachlichen Fähigkeiten wird natürlich ganz stark die Flexibilität der Beschäftigten nachgefragt, es werden Führungsfähigkeiten nachgefragt, Kommunikation, Überzeugungsvermögen. Das sind die ersten 3 Plätze in diesem Bereich. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf die digitalen Schlüsselqualifikationen, dann ist es die Digital Data Literacy tatsächlich aus meiner Sicht auch mit eines der wichtigsten Future Skills Cluster, um die sich Unternehmen kümmern müssen. Agile Arbeitsweisen werden auch zunehmend hinterfragt und digitale Kollaboration und Interaktion wird uns sicherlich auch weiter begleiten, wenn wir mal nicht mehr im Homeoffice sind. Und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, dann kommt man auf diese Zahlen, roundabout 1 Million zusätzliche technologische Fähigkeiten im Bereich technologische Fähigkeiten, 1,6 Millionen zusätzliche Fähigkeiten im überfachlichen Bereich, etwas mehr als 1 Million zusätzliche digitale Schlüsselqualifikationen und dann 300.000 zusätzliche Industriefähigkeiten. Das ist natürlich jetzt eine Hausnummer und entsprechend haben wir auch die Hoffnung oder wir wissen es teilweise auch schon, dass manches tun, dass sich Bildungsträger diese Studie auch zu Gemüte führen und überlegen, wie können wir denn Weiterbildungsangebote schaffen, die diese zusätzlichen Fähigkeiten abbilden und entsprechend da dann Angebote schaffen, die Unternehmen auch annehmen können. Am besten natürlich auch noch förderfähig, das wäre wunderbar. Und vielleicht würde es auch helfen, den Weiterbildungsdschungel nicht zu lichten, aber vielleicht ein bisschen aufzulösen, indem dann auch bestehende Angebote nochmal überprüft werden. Bilden sie tatsächlich noch die aktuelle Nachfrage der Unternehmen ab? Sie sehen, die Industriefähigkeiten, die bleiben deutlich zurück mit nur 300.000 zusätzlichen Fähigkeiten. Das darf nicht irritieren, weil es natürlich so, dass so gut wie alle Beschäftigten
überfachliche Fähigkeiten in Zukunft benötigen, unabhängig davon, ob wir es mit Helfertätigkeiten haben oder zu tun haben oder ob wir Führungskräfte in den Blick nehmen. Alle brauchen mehr überfachliche Fähigkeiten, wie beispielsweise Problemlösungsfähigkeiten oder auch Zielorientierung. Wir alle oder viele müssen sich Gedanken machen über softwaregestützte Steuerung von Geschäftsprozessen. Ganz, ganz viele, vor allem wenn man im Büro arbeitet, aber sicherlich auch an der Linie im direkten Bereich, brauchen grundlegende IT-Fähigkeiten, während es dann bei den Industriefähigkeiten tatsächlich sich eher um Fähigkeiten dreht, die auf Experten- und Spezialistenniveau benötigt werden. Insofern sind die 300.000 Industriefähigkeiten in eine ganz andere Relation zu den beschäftigten Zahlen, die diese Fähigkeiten benötigen, zu setzen. Insofern wird sich dann in der Relation zu den beschäftigten Zahlen ein Stück weit ausgleichen. Ganz links sehen Sie nochmal die Relation. Der hellgraue Block, das sind alle Beschäftigten in der Metallelektroindustrie Baden-Württemberg und 1 Million Beschäftigte. Und im Verhältnis diese 710.000 Beschäftigte, für diese Personengruppe gelten diese Informationen, die Sie jetzt gerade sehen. Ja, und was machen wir denn jetzt mit diesen Ergebnissen? Und nun lautet die Frage, für uns heißt es, wir als Agentur Q machen uns auf den Weg, wir machen uns Gedanken, A natürlich, wie kann man diese überfachlichen Fähigkeiten nochmal stärker übersetzen für die Unternehmen. Und dann orientieren wir uns sehr stark am grün-schwarzen Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg, wo sich so manches findet. Unter anderem steht dort geschrieben, dass die Landesregierung Sozialpartner-Modellprojekte auf den Weg bringen möchte, um Ergebnisse der Weiterbildungsstrategie, die bereits in Gang gesetzt wurde, der Landesregierung für viele nutzbar zu machen. Und die jetzt vorgestellte Future Skills Studie findet sich auch wieder im Koalitionsvertrag. Und dort steht geschrieben, dass die Landesregierung prüfen möchte, wie Weiterbildungsbausteine entwickelt werden können. Das wollen wir natürlich jetzt nutzen und ein entsprechendes Projekt auf den Weg bringen, weil für uns ist die Frage geklärt, wir brauchen Weiterbildungsbausteine, um gerade kleine und mittelständisch geprägte Unternehmen zu unterstützen auf dem Weg. Große Unternehmen können diese Themen möglicherweise auch selber anpacken, aber gerade kleinere und mittelständische Unternehmen brauchen da auch eine Richtschnur. Nicht nur eine Richtschnur, sie brauchen auch eine Weiterbildungsstrategie. Und das ist jetzt ein Thema, was wir dann verstärkt in unsere Beratung mitnehmen. Wir nehmen diese Studie mit und sagen, jetzt habt ihr hier mit dieser Studie eine Trendanalyse für die nächsten 5 Jahre. Und wir möchten dann verstärkt Unternehmen fragen, und wo steht ihr denn in 5 Jahren? Welche Fähigkeiten braucht ihr denn ganz konkret als Unternehmen? Schaut in die Studie rein, trifft das auf euch zu? Es müssen nicht alle Fähigkeiten auf euch zutreffen, aber schaut doch mal rein, was ist relevant für euch? Und wenn wir fragen, wo steht ihr in 5 Jahren, bedeutet das auch, welche Beschäftigten habt ihr eigentlich in 5 Jahren? Wie viele erfahrene Beschäftigte mit viel Erfahrungswissen werden das Unternehmen verlassen? Welche Produkte werden bis dahin entwickelt? Wie verändert sich der Markt? Was wisst ihr als Unternehmen? Und wenn dann Unternehmen sagen, das wissen wir nicht, Herr Baron, und sie fragen uns Sachen, wir wissen nicht mal, was in 2 Jahren ist, dann sage ich immer, naja, bis Frühjahr 2025 sollte da vorausdenken, weil dann sind die Azubis fertig mit ihrer Ausbildung, die dieses Jahr im September angefangen haben, und ihre Ausbildung nicht verkürzen. Was macht ihr denn dann mit diesen Azubis, wenn sie frisch ausgebildete Fachkräfte sind? Dann müsst ihr vielleicht im kommenden Jahr in anderen Ausbildungsgängen ausbilden als in den vergangenen Jahren. Und wenn man diese Frage beantwortet hat,
kann man die Frage stellen im Unternehmen, und wo steht ihr denn heute? Welche Fähigkeiten sind denn vorhanden? Und da haben wir als Agentur Q auch den AI-Kompass als Tool entwickelt, der dabei helfen soll, informelle Kompetenzen sichtbar zu machen und zu dokumentieren. Auch das gehört dazu, zu überlegen, wo stehen wir und welche Beschäftigten können wir denn weiterentwickeln, dass sie die benötigten Future Skills auch dann erwerben können. Und das ist dann der Punkt, wo wir sehr gerne auch Unternehmen unterstützen, wenn es darum geht, eben passende Maßnahmen zu entwickeln. Wir bieten keine Weiterbildung an als Agentur Q, aber wir beraten, wir begleiten, wir unterstützen, wir informieren über Förderinstrumente, wenn es darum geht, innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen aufzusetzen, die entsprechend dann auch in die Zukunft führen. Und erste Unternehmen haben sich auch auf den Weg gemacht. Das ist ein Beispiel eines Maschinenbauers hier aus der Region Stuttgart, wo die Personalentwicklung gemeinsam mit den Experten im Unternehmen sich überlegt hat, ja, welche Themenfelder werden dann für uns in Zukunft relevant? Die haben die Themenfelder dann mit grünen Punkten versehen und so in einem firmeninternen Workshop sich bereits Leitplanken gesetzt für die Entwicklung von passenden Weiterbildungsmaßnahmen genau für diese Themen. Und da finden Sie auch wieder sehr viele überfachliche Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative, aber genauso auch Themen wie Cyber Security, Cloud-Lösung, Data Science und KI. Und dieses Unternehmen macht sich jetzt gemeinsam mit beiden Betriebsparteien dann auf den Weg, um sich da weiterzuentwickeln. Zum Abschluss vielleicht noch ein Blick über den Tellerrand. Natürlich haben die Sozialpartner diese Studie nicht nur maßgeblich mitfinanziert, sondern sich auch darüber Gedanken gemacht, wie lassen sich denn sonst auch Future Skills aufbauen. Es ist ja letztendlich nicht nur eine Frage der betrieblichen bzw. beruflichen Weiterbildung, sondern es ist auch eine Frage des lebenslangen Lernens. Deshalb sagen die Sozialpartner, ja, man muss im Grunde schon früh anfangen in der Schule und die Digitalisierung der Schule vorantreiben. Man muss Lehrkräfte fortbilden, vor allem IT-Unterricht an Schulen stärken, die Lehrerversorgung an den beruflichen Schulen sichern, Ausbildungsberufe modernisieren und vor allem auch die Lernortkooperation von Betrieben und Berufsschulen ausbauen. Es gilt aber nicht nur für Schule und Berufsschule, sondern dann auch für die Weiterbildung in anderen Bereichen, Qualifizierungsförderung ausbauen. Es gibt immer noch Berufsgruppen, die momentan durch die Förderstrukturen durchfallen. Möglicherweise wird sich jetzt durch den neuen Koalitionsvertrag auf Bundesebene etwas tun, aber momentan ist es noch so. Es gilt, die Qualifizierungsverbünde in Baden-Württemberg zu nutzen. Es kommen jetzt auch Weiterbildungsverbünde hinzu. Es braucht neue Qualifizierungsangebote, die entwickelt werden müssen. Und es braucht auch im Bereich der Weiterbildung mehr wissenschaftliche Weiterbildung. Wenn wir an den beiden Hochschulen sind, wir brauchen auch ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. Wir brauchen mehr davon. Es geht auch um Landesthemen wie die Gestaltung eines Hochschulcampus 4.0. Und last but not least braucht es natürlich auch zusätzliche Studienkapazitäten im Bereich Informatik, künstliche Intelligenz. Und diese Studienkapazitäten, die müssen dann auch so gestaltet sein, dass sie berufsbegleitend studierbar sind oder im Rahmen von Kontaktstudiengängen am Feierabend beispielsweise. Bevor wir gleich in die Diskussion gehen, ich bin jetzt am Ende. Noch ein Lesetipp: Schauen Sie rein in die Future Skills Studie. Die steht online zur Verfügung bei uns auf der Homepage. Dort finden Sie auch ein Buch, was wir dieses Jahr herausgegeben haben, wo wir auch nochmal uns überlegt haben, gemeinsam mit vielen Autoren, wie man Weiterbildung weiter denken kann. Und ich möchte Sie einladen, jetzt im Advent jeden Tag in unseren Adventskalender hineinzublicken unter www.agenturq.de/advent. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Future Skill aus der Future Skills Studie. Und da kriegen Sie dann auch nochmal einen Eindruck, was sich hinter den Future Skills verbirgt, was für Anwendungsfälle es auch gibt. Und heute
haben wir mit dem Thema Cybersecurity angefangen. Es lohnt sich jeden Tag, ein digitales Türchen aufzumachen. Und damit möchte ich schließen und freue mich jetzt noch auf eine kurze Diskussionsrunde in den verbleibenden Minuten auf Ihre Fragen und stehe natürlich auch im Nachgang zu diesem Webinar sehr gern zur Verfügung. Und wenn es Bedarf gibt, nochmal, wenn Sie aus einem Unternehmen kommen oder aus einem Verband und sagen, die Studie finden wir interessant, wir möchten Sie gerne einladen, um die Studie nochmal in einem anderen Kontext vorzustellen. Sowas machen wir auch sehr gerne, sprechen wir uns da gerne an. Gut, und ich beende jetzt mal die Freigabe, weil dann kann ich Sie auch wieder sehen und freue mich jetzt auf weitere Fragen. Jetzt sehe ich auch den Chat und vielleicht kann der Herr Binder ganz kurz nochmal sagen, was sich im Chat getan hat und ob es da Fragen gibt, die bereits beantwortet werden können. Und ansonsten können Sie einfach gerne die Hand heben. Die finden Sie unten in der Menüleiste. Ich müsste aber jetzt selber gerade gucken. Jedes Programm unterscheidet sich ja, ob man Webex oder Zoom nimmt. Wenn Sie die Hand finden, können Sie die Hand gerne heben. Ich glaube, unter dem Smiley-Symbol mit dem Plus verbirgt sich zumindest bei mir. So, Feuer frei, Herr Binder, vielleicht Sie erstmal. Genau, also wir haben ein paar Fragen und ein paar Anmerkungen noch, unter anderem eine Frage nach der Teamfähigkeit, ob die gar nicht genannt wurde. Da habe ich schon versucht aufzuklären, dass nämlich eine digitale Teamfähigkeit ja unter den digitalen Schlüsselqualifikationen steckt. Wir hatten außerdem die Anmerkung, dass es bei Ambiguität, Toleranz ja auch um den Umgang mit Mehrdeutigkeit, Widersprüchen geht. Und auch hier die Meinung, dass es durchaus erlernbar ist, wird vorgeschlagen, dass man das ja durch Beobachtung der eigenen Kommunikation und in Feedbackgesprächen messen könnte. Ganz konkret als Frage wurde auch gestellt, ob es denn bei den Schlüsselindustrien Unterschiede gibt in den Teamfähigkeiten, in den Fähigkeiten, in den Future Skills. Wurde, glaube ich, so nicht erfasst, leider. Das wäre dann nochmal eine gesonderte Studie wert. Es wurden alle vier Schlüsselindustrien gemeinsam betrachtet. Insofern können wir da keine Aussage treffen. Ich gebe die Frage aber auch gerne zurück in die Runde, sofern Unternehmensvertreter mit dabei sind. Macht es tatsächlich einen Unterschied, ob ich beispielsweise bei einem Maschinenbauer arbeite? Oder bei einem Automobilzulieferer. Natürlich gibt es Unterschiede, je nachdem, ob ich an der Linie stehe und im Akkord arbeite oder ob ich eher in der Einzelkomponentenfertigung bin und an einem Werkstück längere Zeit arbeite. In dem einen Fall ist mein Team die Schicht, in einem anderen anderen Bereich sind es vielleicht zwei Kollegen. Letztendlich kann es Unterschiede geben, aber wie definieren wir Teamfähigkeit? In beiden Fällen geht es um ein Team. Es gibt vielleicht Unterschiede, nur wir haben es nicht untersucht. Ja. Sie können gerne die Hand heben oder Herr Binder, gibt es noch mehr? Genau, also eine hätte ich noch, und zwar war so die Nachfrage, ob denn auch die Fähigkeiten, die im überfachlichen Bereich stecken, nochmal ausdifferenziert sind, da es ja da durchaus auch Unterschiede geben kann, beziehungsweise auch die Abgrenzung nicht ganz einfach ist, mal so wie grenzt sich Kreativität zur Zielorientierung ab, was bedeutet effizientes Arbeiten denn in dem Zusammenhang? Also es steckt ja eine gewisse Ausdifferenzierung dahinter, aber gibt es da dann nochmal weitere Erläuterungen oder genau? Leider nicht in der Studie. Wie gesagt, das lag natürlich auch an der Methode und am Studiendesign, dass die Begrifflichkeiten, die in den Stellenausschreibungen ja gefunden wurden, entsprechend geclustert wurden. Und sicherlich sind gerade im überfachlichen Bereich, aber auch bei den digitalen Skills, die Abgrenzung nicht immer ganz einfach.
Aber auch das, schön, dass wir es jetzt hier auch wieder diskutieren. Das macht Mut, dass solche Diskussionen dann auch in den Unternehmen stattfinden, weil man dann auch an solchen Fragen diskutieren kann, was ist denn jetzt tatsächlich notwendig für unseren konkreten Arbeitsplatz. Genau, das war auch dann die Anmerkung, dass das zumindest bei den Unternehmen diskutiert werden müsste. Genau, jetzt haben wir die Frau Blee hat die Hand gehoben. Hallo, guten Tag, Herr Dr. Baron. Hallo, Herr Binder. Herr Binder, wir hatten gestern schon über das Thema gesprochen. Wir waren bereits mit diversen Unternehmen im Austausch zu den Future Skills. Und die fragen jetzt natürlich berechtigterweise, was passiert denn jetzt mit den Ergebnissen dieser Studie? Also Sie haben über Handlungsempfehlungen gesprochen für die Partner. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche geplanten Initiativen? Ja, also ich habe vorhin die Folie gezeigt mit den Inhalten aus dem Koalitionsvertrag, dass Weiterbildungsbausteine entwickelt werden sollen. Wir haben eine Projektskizze beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg eingereicht. Das möchten gerne mit bis zu 10 Unternehmenspartnern und einer wissenschaftlichen Begleitung für mal ausgewählte 5 Future Skills solche Weiterbildungsbausteine gestalten, Curricula-Inhalte festlegen, um diese Weiterbildungsbausteine dann den Unternehmen als Werkzeugkoffer zur Verfügung zu stellen, damit sie die selber als innerbetriebliche Weiterbildung anbieten können. Diese Weiterbildungsbausteine können aber auch von Bildungsträgern dann verwendet werden, um förderfähige Weiterbildungen zu konzipieren. Die Skizze liegt jetzt im Wirtschaftsministerium. Ich hoffe darauf, dass im Rahmen der Weiterbildungsstrategie des Landes da auch entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, dass wir uns dann nächstes Jahr da auf den Weg machen. Aber die Unterstützung ist da. Nächstes Frühjahr wird es auch einen Austausch mit dem Ministerpräsidenten geben, der auch Interesse an der Studie hat. Insofern verspüren wir da gewissen Rückenwind, dass wir jetzt aus der Studie auch etwas machen. Und wir werden jetzt auch häufig eingeladen, die Studie an verschiedenen Anlässen zu präsentieren. Insofern wird das sicherlich nicht nur bei uns etwas entstehen. Dankeschön. Weitere Fragen? Rückmeldung aus Ihren Unternehmen natürlich sehr gerne. Herr Schleiter, ich sehe Sie bei mir auf dem Bildschirm, Herr Schleiter von der Bertelsmann Stiftung, der sich auf den Weg gemacht hat, mit einem anderen Kooperationspartner sich zu überlegen, wie kann man Übergänge in der Automobil- und Zulieferindustrie gestalten. Herr Schleiter, wollen Sie kurz etwas sagen, was denn Ihr Forschungsziel ist von Ihrer Studie? Ja, zunächst erst nochmal ein Kompliment für diese Future Skills Studie, die uns und dem Team von Vifor, ich sehe auch hier Laura Müller dabei, einen wichtigen Input gibt für das Projekt berufliche Übergangspfade in der Automobil- und Zulieferindustrie. Wir arbeiten gerade daran, basierend auf der Analyse von Kompetenzen, Kompetenzprofile von jetzt besonders gefährdeten Berufsgruppen zu identifizieren. Und wenn wir diese haben, dann zu versuchen, Übergänge zu schaffen oder irgendwie mögliche Zielberufe zu identifizieren, wohin sich Menschen, die quasi gefährdete Berufe haben, hin entwickeln können. Das ist eine laufende Arbeit. Und wer Interesse hat, der mag sich gerne auch im Nachgang irgendwie an mich wenden. Das ist jetzt spezifisch für die Automobil- und Zulieferindustrie. Und das ist natürlich hochrelevant für all die Betriebsräte und auch HR-Verantwortlichen in dieser Branche. Die haben da einen und anderen Stellen sich ja überlegen, wie können sie jetzt gezielt die besonders gefährdeten Beschäftigtengruppen weiterzuentwickeln. Und wir werden im nächsten Jahr die Untersuchung abgeschlossen haben und im zweiten Quartal dazu auch eine größere Veranstaltung machen. Mehr aber gerne mit persönlicher Ansprache. Kommen Sie gerne auf mich zu. Wir sind gespannt und wir haben uns da ja auch oder wir werden uns da auch weiterhin aktiv einbringen, sodass wir gucken, dass wir die beiden Studien dann auch sinnvoll miteinander verknüpfen können.
Ja, wir sind fast am Ende der 60 Minuten. Ich hatte erwähnt, Sie können mich gerne direkt anschreiben, wenn Sie die Folien haben möchten. Ansonsten werden wir sie dann auch bei uns auf der Homepage einstellen, hatte der Herr Binder vorhin im Chat geschrieben. Dort finden Sie, wie gesagt, auch die Studie und auch eine Aufzeichnung unseres Thementages Zukunftskompetenzen, wo die Studienleiterin die Studie vorgestellt hat. Da lohnt sich vielleicht auch noch mal reinzuschauen, wenn Sie Zeit haben, trotz Vorweihnachtsstress. Ich gucke jetzt noch mal in den Chat, da hat der Herr Lieb noch mal etwas geschrieben. Ansonsten glaube ich, können wir hier an dieser Stelle die Vorstellung beenden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse an der Studie. Wer sie noch nicht hat, kann sie gerne, wie gesagt, herunterladen. Und wenn es dann noch weitere Rückmeldungen, Feedback gibt, können sich gerne an uns wenden. Wir sind interessiert an jeder Diskussion und auch an Gedanken, Hinweisen, was man aus der Studie machen kann. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und Herr Binder hat gerade eben noch mal in den Chat hineingeschrieben, wie Sie uns erreichen können, wie Sie sich mit uns verknüpfen können über LinkedIn, Twitter und über unsere Newsletter. Und ich selber werde den Chat mir noch mal zu Genüge führen und gucken, ob ich die eine oder andere Frage noch etwas ausführlicher beantworten kann. So, es ist 17 Uhr. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, eine hoffentlich besinnliche Adventszeit. Bleiben Sie gesund, boostern Sie sich und dann wünsche ich Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr und freue mich auf ein Wiedersehen, bei welcher Gelegenheit auch immer. Machen Sie es gut.